Schön, dass du wieder am Start bist mit einer weiteren Folge mit Sleeping Dogs. Wir sind wieder am Start. Lange ist es her, dass wieder eine Folge rausgekommen ist, aber heute ist wieder der Tag der Tage, an dem eine neue Folge Sleeping Dogs rauskommt. Jetzt auch wirklich immer jeden Tag. Also es werden jetzt, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, es werden jetzt jeden Tag Sleeping Dogs Folgen kommen, Videos kommen. Nicht nur Sleeping Dogs, sondern auch wieder andere Videos. Walkthrough Parkhaus Treffpunkt betreten. Perfekt, den betreten wir jetzt. Also wie gesagt, freut euch drauf. Es werden jeden Tag jetzt wieder aktiv Videos auf meinem Kanal kommen. Nicht nur Sleeping Dogs, auch andere Videos. Lasst euch überraschen. Pokémon steht ja natürlich auch noch an. Viele Livestreams stehen natürlich auch noch an. Freut euch drauf. Wir gehen rein. Abfahrt. Jesus, Ricky, what's happening? It's the 18K. They're all over the damn place. They're trying to kill Uncle Po. Shit. Boah, fuck. Ich hab mir schon sowas gedacht. Okay, ab schnell. Rein da, Onkel Po. Zum Krankenhaus. Weil der Onkel Po, der liegt da natürlich immer noch im Krankenhaus. Der hat sich von seinen Verletzungen immer noch nicht erholen können. Und dann war mir schon sowas klar, dass der Onkel Po... Oder dass die 48K die umbringen wollen. Weil er war ja noch so gesagt der einzige Überlebende. Und jetzt schlägt die Zeit hier für Onkel Po. 40 Sekunden noch. Scheiße, da bräuchte ich ja einen richtig fetten Sportwagen hier. Ja, wir haben es auch nicht mehr weit. Shit. Boah, sind schon noch einige Meter. Come on. Ja, das packen wir. Das packen wir. Da ist das Krankenhaus. Einfach über die Treppe hier. Perfekt. Es geht um Leben oder Tod. Where the fuck is Uncle Paul? I don't know. Where the fuck is Uncle Paul? He's over there. Läuft der Papa? Ich schieb mein Face auf. Meine Knarre. I just don't see that happening. Okay, der ist stuck. Perfekt. Haben wir den auch schon mal? Er läuft soweit. Come on. Jawohl. Jetzt noch ein. Wir haben noch wenig Schuss. Boah, gut, ich hätte mal nachladen sollen, aber wir haben es geschafft. Zum Aufzug gehen. So, ich habe mich doch noch mal erinnern können an die Tastaturbelegung hier. Puh, haben wir es doch geschafft. So, ab schnell nach Onkel Po. Hey, check out that guy. He looks like one of them. Jo. So, jetzt bin ich gleich. Ja, jetzt bin ich gleich tot. Vorhin konnte ich doch zielen. Warum kann ich jetzt nicht zielen? Kopfschuss, sehr gut. Sauber. Brauchen wir noch jemanden? Läuft doch bei uns jetzt hier. Oh, scheiße, Junge. Die haben das ganze Krankenhaus. Jo, ich hab den richtig im Kopf gedrückt. Die haben wirklich das ganze Krankenhaus auseinandergenommen hier. Viele Kopfschüsse schon von mir gekriegt. Sauber. So.
im Aufzug. So, so langsam habe ich wirklich Tastenbelegung raus. Sehr geil. So, Onkel Paul, hoffentlich bist du noch da. Hoffentlich hat man dich nicht entführt. Scheiße, das ganze Krankenhaus wird wirklich auseinandergenommen. Ich hab lieber so eine Position. Sehr gut, um Postzimmer besuchen. Ach, ich liebe diese Waffe. Auch wenn das nur so eine kleine Mini-Pistole ist. Hoffentlich geht's dem alten Mann gut. Whoa, whoa, easy, easy. 18K shut off the power. Uncle Poe is on life support. If we don't get backup power running right away, he won't make it. Okay, look, there's a control station down the hall. I'm on it. Das kriegen wir am besten hin. Can we lock this place up? I'll take care of it. I got you covered. Zeit auch noch mit uns. Scheiße, ich bin noch wieder tot. Fuck, ich glaube, wir brauchen eine neue Waffe. Super. Gegner getroffen. So, Strom anschalten, aber ganz schnell. Alle in Gefahr hier. Kommen ganz schön hacken hier. Oh fuck, wie ging das denn nochmal? Falsche Position. Das tauschen. Und ein Amt. Jawoll! Alright, alright! Perfekt! I'm coming back! Jetzt kommen wahrscheinlich nochmal welche. Oha! Geballert! Fuck, keine Pistole mehr. Shit. Da sind noch welche. Sauber. Boah, hier liegt aber einiges an Waffen rum. Okay, achso, Zeit haben wir nicht mehr. Perfekt. Strom ist wahrscheinlich jetzt gleich auch angeschaltet. More of them! Over here! I got you covered! Ich liebe solche Waffen. Ich liebe sie. Ich muss nachladen. Komm, einer noch. Das war dein Fehler. Kommt da noch welche? Ach, von hinten. Come on. So, hier ist noch einer irgendwo. Scheiße, Nachbar. Juch. Scheiße. Jawoll. Oh, von hinten wieder. Boah, fuck, wir sind ja wirklich in Stacks hier. Oh.
jetzt ausgelöst. Jawohl. It's clear. Sehr gut. Come on. Hoffentlich war's das. I think we're clear. That was close. Nice work. No, man. We just got lucky. Where was our backup? I mean, who was looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code, even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings, even in a fucking hospital. And for what? Shit. Let's get out of here. More cops. Kiddo, kiddo! Hurry up! There's a lot of them. I'm beginning to dislike them. You showed up, Wei. Ricky an der Markierposition absetzen. We see you call. Perfekt. Geil. So what's next? Auch ein sehr It's geiler Schritt, finde ich. Der But I'm guessing PS war. Yeah, against who? Those guys were 18K. Ah, hab das vermisst. Die Living Dogs. A lot of people stand to benefit if Uncle Paul never leaves the hospital. He might walk out of there alive. Fans der geilsten Games. Also ist ja fast eine Art wie GTA hier. Das kann schon gut sein. Someone is pulling strings. Trying for a move that lands him in control of the triad. Ja, geil. Look, I'll drop you here. Cops might be watching, please. Hey, Ricky. Ich habe die ganzen komplette 18. There aren't that many decent guys left in this game. All right. See you. Bye. Perfekt. Mission abgeschlossen. Wir kriegen wieder Erfahrung dazu. Auber. 5000 Cash nehmen wir mit. Aber was mich jetzt stutzig macht, wo ist Onkel Poe? Ist der jetzt immer noch im Krankenhaus? Weil man sagte ja, dass er an eine Maschine gebunden ist. Wir dürfen den Strom nicht abschalten. Ich denke mal, der ist dann immer noch im Krankenhaus. Werden wir wahrscheinlich jetzt irgendwann demnächst die Folgen miterleben. So, ab auf die Karte. Mal gucken, was jetzt noch alles auf uns zukommt. Haben wir denn noch was? Legen Sie sich schlafen. Okay, dann werden wir uns wahrscheinlich erstmal schlafen legen müssen, weil ich sehe hier gerade auch gar keine Mission offen. Wahrscheinlich kommt die dann gleich am nächsten Tag. Na gut, dann werden wir uns erstmal schlafen legen. Gut, dann werden wir uns erstmal für eine Runde ausruhen, bis der nächste Tag anbricht. Und gespeichert wird natürlich auch. Sehr geil, neue Missionsaufträge sind wieder vorhanden in dem neuen Telefon. Drücken Sie mehrmals M, um Ihre Primärziele durchzuschalten. Ricky, Wei, bist du bereit für die Oberliga? Hab eine große Sache für dich. Komm zu Sonny Wu. Okay, mehrmals M drücken. Derry Mörderhinweis 3 Tank anrufen. Ja, das werden wir auch noch machen. Aber wir haben sehr viel im Moment um die Ohren. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal auf den Weg nach Sonny Wu machen. Oh, was haben wir denn hier? Ein Flughafen? Oder das Flugzeug? Ist kein Flughafen. Kleine Boutique hier. Aber wir wollen ja natürlich in der Oberliga spielen. Well, well, well. Look who decided to join us. Yeah, it's good to see you. Come on in. You sure you don't want to fuck a little before you start? It's no problem at all. I'll just have a swing by your hotel on the way to the studio. Nah, man, I'm good. But we could do a photo shoot or whatever, and look, I'm sure it'd be fun and all, but that's not why I'm here, dude. Ah, you don't know what you're missing. This baby will fuck you in a way your wife never could. Sonny, this is Wei. Wei, the infamous Sonny Wu. That's me.
Infamous and notorious. Glad you could come by. Ricky's told me all about you. This is King. What's good? He's producing Vivian Liu's next big hit. Yeah, it's gonna be hot, man. Wei here's the real deal. A bona fide tribe killer from the streets. Cleavers, guns, castrations, whatever you want. Okay. Wei, why don't you take King out on the town and show him around? Yeah, anytime. It's like one big playground, man. Nothing's off limits. You want to pick up some girls? Get nasty? Done. And with Wei, no one will bother you. Nobody fucks with Sun on Yi. Yeah, well, I mean, actually, that sounds all right. If you don't mind showing me around. Yeah, sure. I wish I could go with you players, but business calls. All right, cool, man. Yo, it was real nice to meet you, Sonny. Streets. Let's do it. Ricky, listen to this. I've been thinking, we need to get her a movie role of some sort. Hey, I think we'll start at the K-Bar. The VIP room should give us what we need. Hey, it's your town, K-Bar man. Fahren. Junge, wenn ich doch so einer wäre wie du, der Film so you producing for Sonny? Ich mir doch erstmal neue just this Kaufen. One time. That guy's a piece of work. Erstmal I'm glad okay, you said it first. Buddy does good business, makes everyone a lot of money. As far as his personality goes. Good to know we're on the same page. The fact is, you know, I got some other business to discuss. But I don't think my partners back in the States would want to be in bed with that guy. What kind of business? I got friends. Guys I grew up with. They got a real good import and retail thing going. If they could use a good Hong Kong act. Access to that good Asian product. You feel me? It's the reason I took the producer gig was I heard Vivian and her label had connections. Well, they are. To me. Well then, I guess this is gonna be like one of them old school business meetings. You know, will you show me around town and we'll try to figure out if we're a good fit? So, jetzt sind wir auch wieder da. Here we are, man. K-Bar. Good evening, Jackie. We'd like the VIP karaoke room. Der Anime Dame folgen. Oh, sowas hatten wir doch schon mal. Müssen wir vielleicht jetzt doch nochmal singen? Hat's so gut gefallen? Doch nochmal singen? Let me find us the right kind of audience. Sieht auf jeden Fall schon mal so aus. Mädchen finden, die mit King feiern. Ach, der Draufgänger will also Mädchen. So ist das also. Hey there. What's your name? Katushka. I'm Wei. So listen, I saw you looking at my friend and I figured you realize he's a famous American celebrity. And I just wanted to ask if you mind keeping it a secret. Ooh, how can I say no? Well, if you're not doing anything, maybe I can buy you silence with a drink. You want to join us? That's very nice of you. So you're from Russia? Yes. How'd you guess? Ah, call it a hunch. Oh, you. So geht das heutzutage in Hongkong also. Oder in Amerika. In Amerika muss man nur berühmt sein, dann kriegt man jedes Mädchen irgendwie so gefühlt. Mal gucken, was jetzt abgeht. Oh, wir sind in einem Raum. Here, have a seat. I'm gonna find a few more people to join us. Okay. Noch ein Mädchen. In so einem verlassenen Raum. Was geht denn jetzt hier ab? Einfach eine von den Tanzflächen entführen. Hello, ladies. Hey, Mr. VIP. Want to buy us girls a drink? I don't know. My friend and I are gonna enjoy your company? Try us on and see what you get. All right. Why don't you join my friend in there? I'll be in a second. Okay. Einfach so mitgegangen. How about you and I go find ourselves a hotel room? Was war das nächste Mädchen hier? You okay, miss? Wait, poor guy, that my girls. Why don't you fuck off? I'm Sun on Yi, motherfucker. Get out of here before I break every bone in your body. Oh, man, no. Sorry, I didn't know who you were. Uh-huh. Guy seemed like he was getting a little pushy. We get that a lot. You work here? Yes. So, you allowed to join the customers for a drink? Oh, that sounds nice. By the way, I'm Wei. I don't think I've seen you here before. I'm Ileana. Yeah, yeah. I usually don't come to places like this.
I'm here for my friend. Well, if you ever want to hang out, the place is not like this. Let me know. I'd like that. Can I call you? Sounds good. Thanks. Give me a call sometime. Nehmen Sie den Kingplatz? Was geschieht jetzt hier? Digga, vier Frauen, zwei Männer. Was läuft hier? Was hast du vor, Kay? Will jemand die Tür vielleicht schließen? Damn, Wei. Who knew Hong Kong was full of such beautiful women? Friendly too. How do you not know Hong Kong have beautiful girls? You just had to come to the right place. Well, I expect you girls to make sure King never makes that mistake again. You can count on us, baby. We love American men. Don't we, Tina? All right, Wei. Why don't you show us what you got? Come on, Wei. Let's see those lungs. Well, I'll show you mine if you show me yours. Für King und die Quäntchen Karaoke singen. Nein! Brudi! Nein! Wieso? Och Mann, muss ich schon wieder Karaoke singen. Aber für die mache ich das doch gerne, für die vier Weiber da hinten. Ah, come on, gib dein Bestes. The Clash? Was haben wir denn noch sonst hier so? Bad Case of Loving You. Oh ja, das hört sich gut an. Singen Sie dieses Lied als Erster. Oh, perfekt. Dann ist das Premiere hier. Ab geht's. Oh, shit. Oh, da war schon Shiva Tom mit bei. Oh yeah, bring it, baby! Wir sind der König des Karaokes hier. Wir sind nicht nur der berühmteste aus der ganzen Stadt, wir sind noch der berühmteste Karaoke-Sänger. Just keep coming, keep it going! Läuft bei uns. Gitarren-Solo! Ich hoffe, das ist mal wieder kein Copyright. Boah, jetzt geht er ab. Jetzt geht er ab. Gitarren-Solo! Bleibt einfach der Beste. War auch nochmal ein leichtes Lied eigentlich. Hat sich gut angehört vom Titel und ist ein leichtes Lied. War jetzt beste Punktzahl. Bam! Bad Chase of Loving You! 96%, easy. Ich glaube, das kann keiner besser machen. That was so good. Ja, natürlich. You got balls. I'll give you that. Oh yeah. Hey, wait. Hey, come get a picture of this, will you? Mädchen fotografieren. Way here has been promising me a taste of Hong Kong. I'll give you a taste. Okay. You know, in the States, okay. I'd have to take you to a little room in the back. Let me show you how we do it here, baby. Ach so, ich soll jetzt ein Foto machen. Ah, okay. Ja, ja, er mit den Ladies hier, ne? Perfekt. Yeah, nice. Oh yeah, bring it, baby. Die haben Spaß. Aber ordentlich. Come on, let's bounce. You know what? Perfekt. You get good tourist, Wei. Er hat auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das muss man auch mal. Das muss auch mal sein. People will like you, huh? You got the right fare. Too many motherfuckers think all you gotta do is jump bad and wear the right colors. Business is a business. You feel me? You gotta be in it with the right people. Ja,
Das stimmt. Yeah, und wenn man die Leute feiert. Oh scheiße, die Bandy-Karte sieht aber sehr vermackt aus. I've been waiting for you, a stable guy. Stand back. Stand back? You crazy? This is icing on the fucking cake. Bring it, asshole. So, das Messer nehme ich. So, jetzt reicht's aber hier. Ab in Sonnys Auto. Das Auto sieht wieder besser aus. Macht dabei doch jemand Stress. Kick zu deinem Auto. Mach's mal. Boah, Junge, das ist aber auch ein enges Gas hier. I got the man for right. They wanna start slow. I'm guessing they can das move as much product as you can ship. But this could be huge, man. Yeah, these boys got some big ideas, too. I'm talking all the legit shit their money goes into. Gotta go somewhere. Yo, you feel me? Okay. The fans back home are really cracking down. Others might be looking for a little offshore stash. The man who set that up kept it safe. Yeah, you have a whole river of green to deal with. You feel me? I can swing that for you. I still... All right, here you go. Thanks, man. I really appreciate it. Really. It's real cool to meet you. We'll see you around. Yeah, for sure. Hopefully first night of many. Well, then. Looks like this is the beginning of a beautiful friendship. All right, man. Take care. Perfekt. Mission wieder abgeschlossen. Sehr gut. Und wir kriegen Hey sein Bentley. Noch besser. Ah, shit, Mist. Fehlen uns noch ein paar wenig Erfahrungsstufen für Stufe 5. Aber wir haben $25,000 gekriegt. Perfekt. Ab geht's, auf geht's. Ich denke, wir machen an der Stelle Stopp. Sehen uns natürlich dann natürlich mal wieder in der neuen Folge. Denke ich mal, gehe ich gut von aus, weil es werden jetzt auf jeden Fall viele weitere Videos kommen. Bis dahin, wir sehen uns. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich mega unterstützen. Gerne auch ein kostenlos knackiges Abo dalassen, falls ihr noch weitere Videos sehen wollt und keine verpassen wollt. Bis dahin, wir sehen uns. Haut rein, euer Moreno.